Wenn es ist Falsches, ne? Ich raste aus. Komm, hau raus, hau raus. Geometry Dash 3, das Osterspecial. Nein! Nein! Was? Und alles schreibe ich dann willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lost in Translation. Und zwar heute zusammen mit dem guten... Hallo? Hi. Mit dem guten Lea Place. Hi. Wart genau, Freunde. Auch ein Willkommen von mir. Auf jeden Fall, es kam jetzt schon längere Zeit kein Lost in Translation mehr, ich glaube 2 Monate. Und wer jetzt vielleicht nicht mehr ganz im Klaren ist, was dieses Format denn überhaupt ist, der kann gerne nochmal hier klicken, da kommt er nochmal zur ersten Folge und dort wird alles nochmal genau erklärt. Und ich würde mal sagen, weil du der Gast bist, kannst du natürlich anfangen, direkt den ersten Untertitel meines Videos vorzulesen. Lieben gerne. Und das sage ich dann Petre Sikora, der Mac-Master, das uns sogar... geschmeidig und Euro, die sorgen würden, nun wird. Wichtig wäre, wo sich nicht groß unter der Schirmherrschaft und rund um 11% der Wähler für die 5 bei 12%, während und Gott sich auf die 1,0% Polizist, weitere Details oder gar nicht, ich weiß gar nicht wie viel. Prozent Polizeiautos sieht. Ich wusste gar nicht, dass ich so politisch werde in meinen Videos. Okay, also auf gut Deutsch, ich habe wieder mal keine Ahnung. Okay, ich rate jetzt komplett blind. Ich sag jetzt einfach mal, es ist mein neuestes Video. Meinen Kindern mein Kanal zeigen. Nein, ist es nicht. Okay. Okay, was war's denn? Nur weiße Blöcke? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Minecraft Master will das. Es wird nichts mehr davon mehr vorbekommen, ey. Steht im Moment noch 0:0 und ich lese dir mal einfach das erste für dich vor und es wird nicht leichter. Sehr gerne. Wahrscheinlich sogar, oh nein, okay. Wanderfreunde, gemeinsames Lernen. Das finde ich ja, Freunde, ihr wollte, bis so am heutigen Dienstag geht es so richtig los. Er wollte, dass ich mich zeige, hier bin ich. Und wer, Freunde, ich nehme euch... Ich weiß es. Mein zweiter Vlog aus München, das bin ich. Easy. Ja, okay. Es wird echt einfach. Wer ist der Geilste hier? Schalalala. Ich wollte mal sagen, lese einfach mal das zweite schon mal vor. Um Gottes Willen. Ich werde so verkacken, Junge. Das wird jetzt wieder so genial, ne? Etwa 1000 Mitarbeitern soll aber dann wurde mein Schild und Prozent Euro führte durch den Park Tierpark. Dudenfolge verpasst oder 5 Volt Übergesiedelte passiert dreimal so. Alles klar. Viele nicht, ich bin oben Zero, bekannter bei Magdeburg gewöhnt haben Quelle. Gehofft, dass sie ein bisschen jemanden wie und Eisen und sorgt damit für die ganz doll geholt wie erbärmlich Hubert Blum die letzte Folge angefordert, die auf jeden Fall der Tanzshow wollte, konnte sie noch. Nicht gesehen hat um in ihrer Stadt, wir haben bei diesen verpackten Golem. Was? Was ist das? Wenn ich jetzt auf dem falschen Trip bin, dann raste ich komplett aus. Das ist ja mal so geil. Es kam an einer Stelle letzte Folge. Und ich habe jetzt überlegt, wo ich mal bitte letzte Folge gesagt habe. Wenn das jetzt falsch ist, ne? Ich raste aus. Komm, hau raus. Geometry Dash 3, das Osterspecial. Nein! Was? Die Welt komplett im Arsch. Mein Shit, Folge 4 mit Luren. Als ob ich da auch letzte Folge gesagt habe irgendwann. Keine Ahnung, wie Scheiße wird es erkannt, Junge. Das nächste ist, glaube ich, schwieriger. Wir bleiben eine elektronische APA. Echo. Vielleicht war mal wieder so ein gemeinsames Lernen. Und ich begrüße euch hier sehr, sehr herzlich zu einem neuen Video. Heute einer weiteren in meinem Video. Und dabei sollte der User wie nach 9. Das böse Internet, du in meinem Video mit Subi. Also, das stimmt. Du kannst nicht mehr gewinnen, aber ich glaube, wir gönnen den Zuschauern nochmal so ein bisschen. Ja, okay, das heißt... Und hauen auf jeden Fall nochmal raus. Ja, hau auf jeden Fall noch das letzte raus, oh Gott. Okay. Flitterwochen am Boden wurde ich keinen Sinn macht am 18 gebucht, doch die Situation eskalierte Felsberg. Für selbst erstellte Selbst werden ich liebe solche überleben. Noch wochenlanger Arbeit gelang es den beiden, sich endlich eine Lebensgrundlage zu sichern. Hey, das war ja mal ein gerader Satz, voll geil. Durch auch Bücher haben jetzt die Mine Parker hat das Wort.
Das nordische Länder ist noch. Er ist da Wasser, wenn es zur Seite gehe. Ja, behauptest du, dass 0,1% Wasser es gibt. Ja, das war's. Ja. Also der Ende war, das Ende war ja auf jeden Fall richtig komisch, aber es war auf jeden Fall Bibis wahre Gestalt, Elytra Folge 2. Ja, immer noch ein Trostpreis hier für dich am Ende. Da habe ich irgendwas gesagt von ich liebe dich, daran habe ich es erkannt und direkt okay. Am Anfang schon irgendwie, eigentlich wollten sie nur eine gemütliche Reise machen oder so. Das wurde ganz gut erkannt. Es steht 2-1, du hast eigentlich schon gewonnen, aber du kannst theoretisch noch deinen Vorsprung ausbauen mit dem letzten Video, was ich dir jetzt gleich noch vorlese. Ja, hau mal raus. Eine ganze Menge von Leuten beschwert sich darüber, dass YouTube über dieses Thema möchte ich heute ganz einfach mal in diesem Video mit anschlägen. Ja, und zwar ist es genau das einmal vor lang. Soll ich dich jetzt ausreden lassen oder ist es schlimm, dass ich das schon nach 3 Wörtern erkannt habe? Fuck you! Also in diese Kategorie kann ich natürlich auch ganz klar den lieben Wolre zählen und zwar du bist klickgeil, YouTuber und ihre Titel. Das stimmt, ich bin auch klickgeil. Ja. Ja. Gut, damit haben wir auch schon das passende Ende für diese Folge gefunden. Merkt euch, Freunde, Wolre ist klickgeil. Ich würde sagen, das war's auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, da könnt ihr natürlich gerne mal beim Leon vorbeischauen. Der hat auch irgendwelche Videos hochgeladen, die nicht sehenswert sind, aber ihr könnt trotzdem mal vorbeischauen. Das war's eigentlich, ne? Also, wenn du jetzt noch irgendwas zu sagen hast, dann... Also, Malet Jod, schwingt de Hot, ciao. Das ist doch ein gutes Ende. Tschüss.